Hey Leute und willkommen zurück hier bei Resident Evil Revelations. Das Wasser hier im Schiff ist überall gestiegen. Wir müssen jetzt hier ein wenig tauchen und zwar sollen wir uns in der... Oh Gott, da ist ein Gegner. Aber ich glaube, da müssen wir hin. Und zwar sollen wir uns in der Schiffshalle treffen mit Chris. Der wird mich jetzt kriegen, oder? Wird der mich kriegen? Nein, sehr gut. Na komm, geh hoch. Ich hoffe, es hat den guten Parker nicht erwischt. Ja, in der Schiffshalle. Ich weiß jetzt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. In der letzten Folge habe ich ja kurzzeitig überlegt, wo ich jetzt eigentlich hin muss. So, Waffenkiste. Ich glaube, die brauchen wir gerade nicht. Ich habe ja immer noch den Raketenwerfer dabei. Hörst du? Da! Weltrohr! Hättest beinahe die Party verpasst. Ah, ich dachte schon, wir müssen gegen ihn kämpfen. Aber das müssen wir bestimmt früher oder später. Gut. Ja, ja, Speichern beendet. Ihr kennt das. Ich speichere trotzdem nochmal, vorsichtshalber. Und dann machen wir direkt weiter. Das ist immer so blöd, wenn man nicht weiß, wie lang die Episoden noch sind. Sonst könnte man ja echt pro Folge eine Episode machen, aber das hat sich sowieso schon längst erledigt. Wir nähern uns der Queen Zenobia. Treffpunkt in der Schiffshalle. Alles klar, wir werden dort warten. Okay, bis gleich. Chris endet. Das ist sie. Die Queen Zenobia. Oh Mann. Eher was von ihr noch übrig ist. Pass auf, da draußen ist was. Ach du Scheiße. Was? Okay. An Bord der Zenobia gehen, okay. Wow. Krass. Granate abfeuern mit RB, alles klar. Immer diese verdammten Tentakel. Warum haben wir nicht den Helikopter genommen, Chris? Weil der Satellit diese Elektronik zerstört hat. Ja, schlimmer als ein Stromausfall. Wie viele von denen wow. Gibt es? Abkühlen. Ah. Die lassen nicht okay. Ah, ich kapiere es. Das Ding muss abkühlen. Das ist eine Granate. Okay, das hat jetzt nichts gebracht. Wir umfahren es jetzt. Okay, oh mein Gott. Sowas ist ja auch gar nicht mein Fall. Bam. Hat auch nichts gebracht, die blöden Granaten. Oh, 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 oh. Abkühlen. Los, kühl. Oh, kühl ab. Das werde ich jetzt bestimmt nicht beim ersten Mal schaffen. Das war so klar. Das war einfach so klar. Ich finde, das ist... Also, ich habe nicht viele Resident Evil-Teile gespielt. Oh, das kann ich ja mal eben wegdrücken. Aber ich habe vor kurzem Resident Evil 6 ja im Koop gespielt. Und das war teilweise auch so übertrieben. Da musste man auch aus Helikoptern rausballern und so mit so... Wow. Das finde ich dann echt immer ein bisschen übertrieben. Immer diese verdammten Tentakel. Warum haben wir nicht den Helikopter genommen, Chris? Weil der Satellitenlaser die Elektronik zerstört hat. Blöden Viecher. Ja, schlimmer als ein Stromausfall. Ja, ja, überhitzt, dann mach hinne. Viele von denen gibt es. Au. Weiter dranbleiben. Die okay. Lassen nicht nach. Ich sollte vielleicht nicht ununterbrochen drauf schießen. Ja, aber das bietet sich dann immer so schön an, wenn hier mehrere von denen kommen. Wir umfahren ja, das mit der Granate hat auch super funktioniert. Okay, sie umfahren das Schiff. Ah, der hat aber gesessen. Okay. Wow, 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 wow. Ich muss die, also die drei, die da immer kommen, die ziehen echt mächtig was ab. Oh, shit, wo ist vorne, wo ist hinten? Ich bin wieder tot. Ah, Mann! Zwei habe ich aber getroffen. Ich kann ja auch Energie nehmen.
Habe ich gerade nicht dran gedacht. Wow. Die Granate hat auch gesessen. Die hat auch gesessen. Oh, das macht Jessica. Hoffe ich, dass Jessica hier irgendwas macht. Überhitzt. Ja, ist gut. Ich weiß es. Komm schon. Boah, wie lange dauert das denn? Shit. Macht die Jessica auch was? Ich bin hier gerade hochkonzentriert. Wow. Ich hoffe, das war's. Bitte, das muss es gewesen sein. Komm schon. Wir müssen irgendwie auf die Zenobia kommen. Hui, geschafft. Hier können wir an Bord. Jessica, wir müssen ein Versprechen einlösen. Auf geht's. Toll. Wir beide auf einer Kreuzfahrt. Leider säuft das Schiff ab. Die Alte, ey, unglaublich, die Jessica. Freunde der BSAA, ihr habt die Regia Solis gestoppt. Jetzt werde ich berichten, was ich weiß. Alles über die Queen Zenobia und die Geheimnisse, die sie bewahrt. Geheimnisse? Hört mir zu. Erstens, warum wurde die Queen Zenobia erst jetzt gefunden? Wie konnte sie unentdeckt im Mittelmeer umhertreiben? Das war kein Magie-Spiel. Zweitens, warum verschwanden alle Spuren von Veltro nach der Terragritia-Panik? Sag du's uns doch, hä? Und drittens, warum will jemand mit der Regia Solis die Queen Zenobia zerstören? Die Antworten auf diese Fragen führen zu einer unbequemen Wahrheit. Ihr musstet sie finden und das. Jessica! Warum hast du auf ihn geschossen? Um unsere Leute zu beschützen. Ist das nicht unser Job? Stirb mir ja nicht weg! Verdammt. Raymond? Aber. Wieso? Warum spielst du auf der Seite von Veltro? Was meinen Sie? Finde die Wahrheit über Terragritia. Ach, Jessica! Die blöde Kuh. Präzision 19. Mensch, das ist ja mal richtig schlecht. Jessica hat Raymond erschossen, der anscheinend für Veltro arbeitet und uns gerade noch sagen wollte, was hier Sache ist. Und die Alte kommt und ballert drauf. Na, supi. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ein schrecklicher Verlust. Das Schiff wird's nicht mehr lange machen. Der Virus darf auf keinen Fall ins Meer gelangen. Wir haben die Queen Semiramis durchsucht. Ich glaube, ich weiß, wo das Labor liegt. Wir machen uns auf den Weg. Gut. Ich werde versuchen, den Untergang zu verzögern. Jessica, kommst du mit? Ja. Tja, ein freundschaftlicher Partnertausch sollte uns auf Trab halten. Verstanden. Wir kümmern uns um den Virus, ihr verschafft uns Zeit. Okay. Jill, die geht überall, sogar unter Wasser. Das sollte die Dinge aufhalten. Danke, Chris. Ach ja, ich habe die möglichen Standorte für das Labor markiert. Er versteht's einfach nicht. Was für ein Langweiler. Vielleicht ist er vergeben, Jessica.
Mann, ein Partnertausch. Na super. Also haben wir jetzt den Chris dabei. Ich hoffe, dass er ein bisschen mehr reinhaut als der Parker, aber wahrscheinlich nicht. Und ich frage... Dann war alles Raymonds Werk? Nein, ich glaube, wir kennen nur die halbe Wahrheit. Mhm. In dieser Mission ergibt vieles noch keinen Sinn. Und ich frage mich gerade, ob es nicht sein kann, dass die Jessica vielleicht für Velto arbeitet, beziehungsweise nicht auf unserer Seite ist und den Raymond deshalb erschossen hat, man weiß es nicht. Oh, hoho, eine Schrotflinte. Hm, hoho, auch neu. Hm, ich glaube, ich nehme mal die hier wieder und dann, dafür haben wir 26 Schuss, dann haben wir 26 und 8. Dann nehme ich die doch mal. Und dann, da haben wir schon ziemlich viel. Ich gucke nochmal, Schaden 3. Können wir Schaden 3 noch nehmen, obwohl wir... Ach nee, hier können wir ja nur 3... Alles klar, dann gucken wir mal, was wir hier so machen können. Schaden 3, Feuerrate 15, Feuerrate 30. Das können wir dann... Genau, das können wir dann nicht. Ja gut, ich habe aber jetzt ehrlich gesagt auch keine Lust, die anderen noch umzurüsten. Gut, dann... Ach, da wollte ich mal gucken. Okay, ich bin gespannt. Er hat gesagt, er hat die Punkte auf der Karte markiert. Ich glaube, die Notiz da hinten haben wir schon gelesen. Was war das? Was war das? Dann bin ich mal gespannt, wie es sich jetzt hier so mit Chris spielt. Und natürlich müssen wir wieder die ganze Zeit tauchen, ne? Das... Nein, 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 nicht hoch. Jill, bitte. Jill, bitte. Dann tauchen wir halt jetzt unter. So. Ah! Das war so Impulsgranate. Ja, für einen, nee. Für einen ganz bestimmt nicht. Und ich weiß auch gerade nicht, wie viele ich davon habe. Das ist natürlich nicht so schön. So, nach oben. Schnell, durch den Kielraum geht's zum Labor. Durch den... Vorsicht, im Wasser wimmelt es vor Infizierten. Mhm. Verstanden. Wow. Wir müssen also wieder rein, ne? Kielraum. Ich weiß wieder nicht, was hier der Kielraum ist. Wow, wir tauchen einfach mal ab. Wir tauchen... Oh, gehst du bitte... Boah, ne. Dieses Schwimmen hier macht absolut gar keinen Spaß. Sage ich ganz ehrlich. Ja, ich sehe, dass da hinten das Ziel ist. Ich muss mich aber erstmal umdrehen. Oh, Veltos Schlüsselkarte. Okay, weiter, weiter, weiter. Munition. Ja, ich weiß, ich darf nicht so hektisch werden, aber... Gehst du bitte da durch? Aber werde ich automatisch? Oh, nee, bitte. Warum? Nein! Ich werf doch nicht für ein so ein Vieh hier eine Impulsgranate, oder? Vor allem hätte ich gerne mal wieder ein Luftloch. Kommt hier zufällig eins? Ist da eins? Nee, da ist keins. Toll. Mhm. Hat ja super viel gebracht jetzt. Ich brauche Luft, Leute. Ich brauche Luft. Ich brauche ganz dringend Luft nach oben. Oh, sehr gut. Sehr gut. Und da hinten rum. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich noch Granaten habe. Das werde ich dann vermutlich gleich einfach so ausprobieren. Testen. Die Tür klemmt natürlich. Ja, nochmal eben Luft. Wie komme ich da hinten hin? Muss ich einmal komplett rumschwimmen? Wo ist der Chris eigentlich? Ich hoffe, ich habe ihn nicht verloren. Oh, was? Wo gleich da vorn? Okay, er springt wieder runter. Dann springe ich auch runter. Ah, wie nett, dass Emma vorschwimmt. Nicht so wie Parker, der ja die meiste Zeit doch hinter uns geblieben ist.
Das finde ich echt ganz nett von ihm. So, mein Freund, wo schwimmst du hin? An die Oberfläche? Und die Leiter hoch? Aha. Jill, versuch's damit. Dreizackschlüssel. Ach, sehr schön. Mal eben gucken. Wenn die Schiffe baugleich sind, ist das Labor da lang. Ah, das ist natürlich super. Da sind nicht nur die Schiffe baugleich, sondern auch die Schlüssel passen hier. Finde ich sehr merkwürdig, auch wenn man zwei identische Schiffe baut, dass die dann trotzdem die gleichen Schlösser haben. Aber okay. Was? Plötzlich ist gar kein Sound mehr da. Oh Mann. Oh Mann, irgendwas kann ich hier scannen und ich finde... Oh. Bestimmt ein Handabdruck, oder? Objekt. Was soll das tatsächlich? Ist da echt irgendwas? Da ist ein Schloss an der Tür. Das sieht nach einem Erkennungssystem für Fingerabdrücke aus. Okay, und wir haben nicht die richtigen Fingerabdrücke. Schätze ich mal. Wow, ich finde das hier gerade... echt... bisschen gruselig, weil es jetzt auf einmal wieder so komplett anders ist, ne? Dass man nicht weiß, was einen erwartet. Wo gibt es denn hier was zum Scannen? Ja, wo denn? Ah, da hinten einmal. Und hier vorne. Aber das liegt nicht hier, das Objekt. Pistolmuni. Oh, noch eine Impulsgranate. Okay. Ich weiß trotzdem nicht, wie viel ich habe. Registriere Fingerabdruck. Na, das wird ja mit ihren Fingerabdrücken nicht viel bringen, ne? Fingerabdruckregistrierung fertig. Ach, oder doch, so dass man das hier im Computer halt eingeben kann und dann den Fahrstuhl nutzen kann. Erforschung des Tiefseevirus. Während ihrer vierten Expedition im Kermadec-Graben forschte die Marineuniversität von Montpellier mit einem unbemannten U-Boot. In einer Tiefe von 9000 Metern wurde eine neue Super-Raubfischart entdeckt. Die Tiefsee hat einen einzigartigen Einfluss auf lebende Organismen. Aber diese Kreatur zeigt neben der Resistenz gegen den hohen Druck eine unglaubliche Beweglichkeit und Wildheit, die für derartige Tiefen sehr ungewöhnlich ist. Bei der Untersuchung des Fisches stellten wir überraschenderweise fest, dass diese einzigartigen Merkmale nicht auf dem den Fischen eigenen biologischen Design basierten, sondern einem Virus zuzuschreiben waren. Aufgrund der unfassbaren Natur des Virus gaben wir ihm den Namen Abyss. Wir werden es weiter erforschen. Wir müssen herausfinden, warum es aus so großem Fett- und Wasserreserven eines Tiefseefischs, die dem Hochdruck, dem knappen Sauerstoff und den kühlen Temperaturen der Tiefe angepasst sind, in dichte Knochen- und Muskelstrukturen umwandelt, die bei den Organismen der Tiefsee sonst so nicht existieren. Wenn wir eine funktionierende BOW entwickeln können, bringen wir die Forschung auf diesem Gebiet um Lichtjahre voran. Wir weisen darauf hin, dass das Virus in 99,76 aller Fälle durch Blut übertragen wird. In seltenen Fällen infizieren sich die Testpersonen nicht, wenn sie das Virus oral aufnehmen, möglicherweise aufgrund der damit einhergehenden Verdünnung. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um das Virus zu verbessern und werden dafür unsere Anstrengungen erneut verdoppeln. Der Rest ist unlesbar. Oh, Leute, ich bin ja überhaupt kein Freund von irgendwelchen bösen Monsterfischen mit großen Zähnen. Ich mag auch keine Haie, also ich würde niemals der weiße Hai oder so gucken. Auch wenn ich weiß, dass das heutzutage... eher ein, ja, Trash-Film mit so mittelguten Effekten ist. Ich würde es nie gucken. Ich habe da nämlich echt ein bisschen Schiss vor. Bitte betreten Sie den Sterilisationsraum einzeln. Was? Da muss ich auch noch einzeln rein? Warum? Ich will da mit Parker rein. Oh, Menno. Was haben wir hier noch? Skarmilglione-Entwicklungsdokument.
Skarmiglione ist eine BOW, die die gut geeignete DNS eines Hais nutzt. Oh nein, ich habe es gerade gesagt. Das Erbgut von Haien hat sich im Laufe der Zeit kaum verändert, da sie seit Millionen von Jahren als Jäger erfolgreich sind. Die Nutzung ihrer DNS macht diese BOW zu furchtlosen, aggressiven Bestien. Die Form und die Farbe eines Skarmiglione erinnert an dessen Hai-Vorfahren, seine stacheligen Gliedmaßen an Lanzen. Wirbel sind charakteristisch für Knorpelfische. Sie entstehen, wenn Plakoidschuppen mutieren und sich mit verhärteten Muskelfasern verbinden. Dadurch können sich diese Kreaturen so schnell wie Landlebewesen fortbewegen und Gegner mühelos aufspießen. Erschwerend kommt hinzu, dass ihre Schuppen so widerstandsfähig wie ein gepanzertes Auto sind. Kein Vergleich zu den Schuppen normaler Haie. Gegner haben es entsprechend schwer, wenn sie frontal angreifen. Oh, Leute, bitte. Ich hab's doch gerade echt noch gesagt, ne? Haie, das ist gar nicht meins. Ich mag eigentlich alles nicht, was in irgendeiner Form riesige, große Zähne hat. Ich weiß nicht warum. Ich mag auch keine Krokodile. Ich finde das echt nicht cool. So, ich glaube, das war's hier, ne? Das war's hier. Aber wenn ich so auf die Uhr schaue, dann kann ich die Folge zum Glück an dieser Stelle beenden und werde auch eine Aufnahmepause machen, weil jetzt möchte ich dem Hai noch nicht begegnen. Aber früher oder später muss ich es tun. Hey, warum gehst du weg? Ich möchte dir in den Kopf schießen. Na gut, er möchte nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wollte es immer mal testen. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss!